Dann zeige ich Ihnen jetzt mal erkrankte Tiere. Hier haben wir ein Mutterschaf, die hatte letzte Woche, die sehen Sie ja, die Lämmer, Zwillinge. Schäfer Werner Neumann auf seinem Hof in Neuwied. Hier in seinem Stall sind die kranken Tiere untergebracht. Für die Weide im Freien wären sie zu schwach. Das ist der akuteste Fall, das ist jetzt ein 3-jähriger Bock. Der hatte vor ein paar Wochen noch 120 Kilo, der hat jetzt vielleicht noch die Hälfte. Okay, innerhalb von Wochen? 4, 5 Wochen, sage ich jetzt mal. So, Sie sehen ja, wie der arme Kerl aussieht. Etwa 500 Schafe besitzt Neumann, 30 bis 40 von ihnen sind aktuell mit der Blauzungenkrankheit infiziert. Nur, muss man sagen, denn die Krankheit verbreitet sich rasant. Kollegen haben berichtet von 70, 80, 100 Toten in der großen Herde, das ist natürlich richtig bösartig. Was hilft? Eine Impfung. Dann haben die Tiere meist nur milde Symptome, ähnlich einer Erkältung. Neumann hat seine Schafe impfen lassen, doch für viele Betriebe sei das finanziell enorm belastend. Etwa 4,50 Euro pro Tier müsse man kalkulieren. Da komme schnell eine stattliche Summe zusammen. Ist das auch ein Grund, warum vielleicht nicht alle Landwirte und Bauern ihre Tiere impfen? Der Kostenfaktor oder gibt es da noch andere Gründe? Ja, also der Kostenfaktor war selbstverständlich, waren wie die ersten Zahlen daraus kamen, viele Leute erschreckt, ganz klarer Fall. Aber das nächste Problem war natürlich auch die Verfügbarkeit bzw. die Tierärzte. Für Hunde, Katzen, Kanarienvögel gibt es jede Menge Tierärzte, aber leider nicht für Nutztiere. Die gesunden Tiere hält Neumann auf seinen Weiden im Westerwald. 2008 war seine Herde schon einmal von der Blauzungenkrankheit betroffen, erzählt er uns. 80 Schafe habe er damals verloren, 200 Totgeburten die Folge. Über die finanziellen Folgen haben wir schon gesprochen, aber was bedeutet das auch emotional für Sie? Ja, das ist natürlich eine riesige physische und auch psychische Belastung für jeden, der Tiere hat. Oftmals, wenn die Tiere richtig stark befallen sind, dann kann man sie nur noch erlösen. Und das zerrt natürlich enorm an den Nerven. Zurück nach Neuwied, in den Stall von Schäfer Neumann. Die erkrankten Schafe bedeuten für ihn einen, so sagt er, Haufen Mehrarbeit. Dennoch, er ist noch glimpflich davongekommen, viele andere Betriebe im Land nicht.